Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um den GM Lucky AGM Heimtrainer. Wenn du noch nicht genau weißt, ob dieser Heimtrainer für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon-Angebot zum Home Trainer unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Der Trend zur Sportlichkeit ist ja in der Bevölkerung erkennbar. Die Leute möchten fit sein und sich ihre Traumfigur erarbeiten. Hierfür gebe ich auch noch ein paar sehr essentielle Tipps mit auf den Weg, damit du diese Ziele erreichen kannst und vor allem realistisch denkst. Also, dieser Home Trainer hier gefällt mir wegen dem Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut. Ich bin der Ansicht, dass du hier ein funktionales Sportgerät für dein eigenes Home Gym zu einem fairen Preis erwerben kannst. Auch das optische Design würde ich durchaus als schick bezeichnen, aber das ist natürlich auch eine Geschmacksfrage. Im Grunde genommen musst du dir nur die Frage stellen, ob du in deiner Wohnung genügend Platz für diesen Home Trainer hast oder nicht. Das kann vielleicht so eine kleine Ecke in einem Raum sein, also bei diesen Sportgeräten geht es ja noch mit dem Platzaufwand, aber ich habe auch schon oft von Leuten gehört, dass es sie dann irgendwann anfängt zu stören, diese Gerätschaft, wenn sie dann immer da so rumsteht und ja doch einiges an Platz verbraucht. Also das solltest du vorher auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Aber was jetzt das Preis-Leistungs-Verhältnis von diesem Heimtrainer anbetrifft, so gefällt mir das sehr gut, weswegen ich in der Tat auch eine Empfehlung aussprechen kann. Jetzt noch die wichtigen Sporttipps, auf die ich am Anfang zu sprechen, die ich am Anfang erwähnt habe. Und zwar haben in meinen Augen viele Leute unrealistische Vorstellung davon, was jetzt fit werden anbetrifft, besonders was die Geduld anbelangt. Ja, ich finde, die Leute denken hier zu kurzfristig. Wenn sie nach dreimal Benutzung des Gerätes noch nicht ihren Traumkörper haben, hören schon viele frustriert auf und lassen es bleiben. Und das ist natürlich der komplett falsche Ansatz. Du musst hier wirklich, vor allem wenn du komplett unsportlich an die Sache herangehst, würde ich schätzen, dass du in einem halben Jahr konstantem Training so wirklich gute Erfolge sehen kannst bei deinem Körper. Allerdings auch nur unter der wichtigen Prämisse, dass du auch die Ernährung richtig gestaltest. Dazu gibt es aber tausende Videos auf YouTube. Guck dir das einfach mal an. Fitnessernährung oder gesunde Ernährung und ja. Dann dürftest du dein körperliches Ziel auch erreichen. Wie bereits gesagt, dieser Heimtrainer hier gefällt mir in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis gut. Deswegen gibt es eine Kaufempfehlung von meiner Seite aus. Das Amazon-Angebot zum Home-Trainer werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Außerdem wartet dort auch schon die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit, wünsche dir einen wundervollen Tag und viel Erfolg für dein Workout. Alles Gute, ciao.